Herzlich willkommen, hallo, herzlich willkommen hier auf dem Marsch, noch wie so Marsch. Wir werden jetzt hier unser missratenes Maisfeld steht, Pappel aussehen. Das heißt, diesen Modus, Kursgenerierung 14, zwei Vorgewände. Generieren wir ganz kurz. Machen wir die 7%, mal sehen, ob das gut hinkommt. Und Abfahrer einstellen. So, mal hoffen wir, dass er nicht gleich wieder am Zaun hängen bleibt. Ja, ungünstig, ne? So, normalerweise hätten wir Dünger ausschalten können, weil gedüngt ist ja, aber lass mal so. Vielleicht löscht er auch gleich wieder, macht das neu. Genau. Fertig, fast fertig. Angefangen. Wir haben hier noch einen großen Traktor. Und ein Schwergewicht hier. Den habe ich fast vergessen gehabt. Noch ein. Oh. Die werden mal den großen Flug nehmen, den roten, ne? Und Feld Nummer 5 muss ja gepflügt werden. Das hatte ich ja gerade erst gekauft. Ja, gerade ist gut. eine der Folgen davor im Winter. Weil ich nicht wollte, dass der KI-Bau einpflanzt. Und ich dann eher meine Dings nicht kriege, ne? Mal sehen, was er auflädt. Jo, er hat noch was da. Und wir fahren jetzt Richtung Feld 5. Damit wir ihn später auf Hopfen einpflanzen können, ne? Das muss ja auch sein. Ganz wichtig. Hopfen haben wir viel zu wenig gehabt. Da habe ich jetzt schon zugekauft. Und da muss ich mal sehen, dass ich hinkriege, dass ich ein bisschen mehr kriege. Aktuell habe ich ja zwei Felder vorgesehen, ein drittes Feld jetzt im Prinzip. Wenn das Geld reicht, halt noch zwei Felder dazu nehmen, auch Hopfen nehmen. Weizen, Gerste habe ich nun schon einen richtigen Schwung da, auch weil von Thüringen viel gekommen ist, ne? Da habe ich jetzt schon fleißig geliefert. Teilweise noch im globalen Markt, da muss ich noch muss ich hier viel verkaufen, um was kaufen zu können. Da fahren wir geradeaus und in die nächste Gruppe links. Feld 5 muss ja irgendwo geradeaus sein, glaube ich. Na komm, mach hin. Opa, gib Gas. Ja, hier, Hupe. So, das Feld muss jetzt hier rechts sein. Ne? Also hier das ehemalige Gerstenfeld. Weil da geht Pappel mit garantiert. Irgendwas ist da schon gehen. So. Müsste die 5 sein. Kurz mal gucken. Nee, die 8 nicht, dann 15 auf keinen Fall. So, 9. Jo, ist die 5. So. Wieso muss hier gepflügt werden? Der Bauer nie gepflügt. Feldmodus. Kurs generieren. 5. Vorgewände. Beim Pflügen müssen wir ruhig mal mehr machen. So. Ne, 13 nicht. Dann machen wir hier höher. Wir machen mal 20%. Mal gucken, wie es aussieht. Den großen Flug ein bisschen gewagt, aber kommt gut hin.
Wegen Wänden, das ist ganz schön eng. Da werden wir ihm ein bisschen mal richtig Position bringen, weil sonst zu viel tanzt, ne? Das wollen wir ja nicht. Dann soll er hier anfangen am Strich, am Pfeil, am Startpunkt. Ist er, geht schon mal los. Er hat kaum gearbeitet, noch gar nicht. Und ein Schaden 0,3%. So. Jetzt wollte ich nachdenken. Das ist jetzt Feld Nummer 25. Entlasten. Und den fahren wir jetzt. Das ist ungünstig, ne? Nee, nicht wegen entlassen, das darum geht nicht. Wegen. Mal gucken, was hier für ein Schick. Wo sind wir hier? Dann nur kurz gucken. Ach, hier ist das Stückchen, was hier mir nicht gehört. Wir fahren Richtung Raps. Da wollen wir düngen. So. Ne, wir geht wegen gerade Flügen müsste eigentlich besser durchgezogen werden, ne? Mal sehen. Wir haben ja die Vollrad begonnen, also Flügen dauert relativ lange. Und gleich zum nächsten. Das ist jetzt auf Feld Nummer 15, dann gehen wir auf 2. Ganz wichtig, dass wir die nächsten die Felder alle fertig kriegen. Ich will ihn schon entlassen, so wird das nichts. Sonst kriegen wir keine Kontrolle rein, ne? So, nächste Feld. Erstmal Kursgenerierung. Feld und rechnen lassen. Zurück. Einstellen. Gut, jetzt arbeiten die alle und wir können uns um Verkauf kümmern. Hof. Einsteigen. LKW, wo ist er? Ja, da haben wir ein bisschen was zu tun, ne? Könnten wir gleich die Kälber, weil wir mal Geld haben, ne? Müssen wir mal sehen, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Die werden wir gleich mal auf Spur schicken. Jetzt holen wir den Autoloader-Hänger, den ich mal gekauft hatte, wieder. Und dann sehen wir weiter. Ich muss den nehmen mit den da, genau. Der eine ist nur für Paletten und so ein Zeug. Weil wir können gleich noch ein paar Rundballen, ein paar Silageballen in der BGH. Reinkippen. Könnte ich. Den werden wir jetzt entsprechend. Wir fahren zur Molkerei, da liegt der um die Ecke. Hackschnitzel wird noch nicht reichen. Wir fahren mal zur Molkerei oder zum Schlachthof. Wir fahren zum Schlachthof. Wir holen dann eine Fuhre Fleisch. Oder fahren in der Brauerei, das ist aufwendig. Das dauert länger, weil da muss man alles rausholen. Schon wieder einer fertig. Ja. Zu weit gefahren. Für den Schlachthof. Ist der Hackschnitzel alle?
Na gut. Das wird die erste Runde. Puh, dauert lange. Man kann auch eine Folge machen. Aber das ist kein Problem. Wie gesagt, da kann man auch notfalls den Kurs neu berechnen. Und dann halt entsprechend mal starten, ne? Ist ja auch kein Thema. So, aber ging es nicht raus. Also wir müssen über Global Company gehen, Mod. Hier, und zwar Schlachthof. Den kann ich verkaufen normalerweise. Bunkerei Schlachter. Wir wollen Schwein, wir wollen Schweinefleisch. Weil ich komme, glaube nicht, dass ich das hinkriegen werde, dass ich da was mit R aktivieren könnte. Das geht, glaube ich, nicht. Bisschen Geld verdienen, ne? Das waren da 24. Lass mich nachdenken. 16. Ob ich da richtig liege? Mir ist auch egal. 16. Das vorhin schon gehabt. Schlachter. Schwein. Fleisch ist alle. Wurst. Wir brauchen 16. Geht nur. Ich glaube 10. Dann machen wir 10. Zeugen. Wir haben nur Schwein, Rind, Huhn und Lamm haben wir nicht. Also muss es reichen. Ist ja okay. Wenn jetzt kein Leder mitnehmen, weil Leder geht meist mal anders hin. Hafen oder so. Und das wäre jetzt ungünstig, wegen ein paar Dinge zum Hafen zu fahren. Na komm schon. Ja, wo geht's hin? Was meint ihr? Lidl, Aldi, Erika. Buxtehude oder so. Ja, mal sehen. Gucken wir gleich nach. Ich weiß auch noch nicht genau. Oder hier, Stadion. Wir haben mehr Fleisch als Wurst, also geht's Richtung Fleisch. Wir werden nicht wegen Wurst extra fahren. Braune Kirsche. Scholle Heringe haben wir noch gar nicht. Schweinefleisch. Oh, die Preise. Stadion, da haben wir Glück. Da fahren wir hin. Auf zum Stadion. Geld verdienen. Schon die erste Runde geschafft. Das ist zum Glück ein großer Flug, also
große Arbeitsbreite. Dadurch werden wir gut schaffen. Hoffe ich jedenfalls. So, Stadion muss eigentlich hier vorne wo sein. Da rechts. Die nächste Straße rechts. Ja, viele Fahrzeuge sind fertig, also beziehungsweise haben keine Waren mehr. Hackschnitzel ist alle, Gärreste läuft, Milch. Gerade ausgeleert und Gärreste scheint auch alle zu sein. Der eine jedenfalls. Aber da muss man sehen, dass ich dann die ganzen Fahrzeuge einmal. Dann Gärreste müssen wir auch noch irgendwie, das können wir gleich machen. So, weg hier, weg, weg. Weg! Der wilde Fahrer kommt. So. Da kommt jetzt der Reis. Na egal. Oder kommt von Easy Load. Könnte sein. Kurz überlegen. Z. Packt alles. Und dann wackelt. Wir fahren jetzt zur BGH, die um die Ecke ist. Und knallen mal gleich mal ein bisschen Villageballen rein. Das machen wir im nächsten auch gleich. Aber eher zur nächsten Folge. Aber jetzt machen wir noch die eine BGH. Die Einnahmeernte ist von Dings hier, von Gärreste, die 3000. Das kann auch vielleicht nicht gewesen sein. Oh. Blups. Ich finde immer herrlich, wo der fällt. Schön, schön gleichmäßig. So, dann werden wir Fleisch erstmal erledigt, alle. Dann noch mal Milch und Bier. Dann mal zuerst Bier. Da ist sie. Die Lage. Wir müssen umstellen. So, Y. Shit. Der nimmt das nicht. Oh. Oh doch. Oh, 4000. Oh. Na, das klappt nicht. Paletts. Holzpaletten. Eierkartons. Baumwollmodule. Paletts. Holzpaletten. Holzpaletten. Eierkartons. Na. X. Das ist der verkehrte. Für Ball. Oh, die paar kann ich reinhauen. Ich bin ja stark im Rücken. Der Hand. Gibt ein bisschen was, ne? So. Wir fahren zurück zum Hof, stellen den ab und dann nehmen wir einen anderen Ballenwagen. So, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Da seid mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht es hier weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest. Wahrscheinlich Rest vom Tag, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, macht das Beste draus. Kommt ja noch eine Folge, ne? Von Thüringen. Würde mich natürlich auch freuen. Dann tschüss. Wir winke. Bis dann. Tschüss.